Level 2-90, Tinas Duo. Ich spiele die zweite Zeile mit dem Daumen. In der zweiten Zeile spielen wir mit dem Daumen am dritten Bund das tiefe G und mit dem vierten Finger, also dem kleinen Finger, das C. Diesen Übergang nennt man Legato. Nicht abgehakt, sondern Legato, was gebunden bedeutet. Also passt bitte hier auf. Ich spiele sehr langsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 könnt ihr dabei liegen lassen. Zweiter Teil zwischen den zwei Doppelpunkten, also dem Wiederholungszeichen. 4 ist der Auftakt, ich zähle bis 4 sehr langsam. Wir spielen hier jetzt wieder wie bei unseren BMI-Etüden. Das heißt Finger, Finger, Daumen. Normal habe ich aufgeschrieben mit Mittelfinger, ihr könnt aber auch ruhig wechseln. Ja, nicht so tragisch, aber auf alle Fälle Finger und Daumen trennen. Bei 4 beginnen wir sehr langsam, ich werde auch einiges dazu noch erklären. 1, 2, 3. Daumen, Daumen liegen lassen, Finger. Finger, Daumen, Daumen. Finger, Finger, Daumen, Finger. So, das war jetzt richtig, aber sehr langsam. Das sind eigentlich Achtelnoten. Ich spiele es nochmal jetzt. Im richtigen Tempo, das heißt, ich beginne noch langsamer, damit wir die Achtel im richtigen Tempo spielen. 1, 2, 3. Noch langsamer. Jetzt die Achtel. 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3. Auch im vorletzten Takt darauf. Ich mache noch mit dem letzten, also den vorletzten Takt. Zweiter Finger, erst Daumen. Zweiter Finger, Daumen. Dann wechseln, leere Seite. Und zweiter Finger. Ich spiele es nochmal zusammenhängend, den zweiten Teil, also das, was in den Wiederholungszeichen steht, dann könnt ihr auch mal die erste Stimme versuchen dazu. Nur den zweiten Teil. Auftakt mit H für euch oben in der ersten Stimme und mit G bei mir in der Unterstimme. 1, 2, 3.